So, hallo. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Ich freue mich sehr, dass ich heute diesen Vortrag für Sie halten darf, denn es geht um ein ganz spannendes Thema. Es geht letztendlich um die Frage, wie wollen wir in Zukunft zusammenarbeiten? Und wir haben die Erfahrung gemacht, wenn man sich wirklich mal Gedanken macht über die Zusammenarbeit, können ganz spannende Dinge entstehen. Es kann zum Beispiel sein, dass wir gar nicht mehr zusammen im Büro sitzen müssen. Und gleichzeitig kann es aber auch sein, dass wir gar nicht diese komische Homeoffice-Arbeit haben müssen, wo wir vielleicht irgendwann anfangen, die Nutella-Flecken vom Shirt nicht mehr wegzumachen, weil uns sieht ja eh keiner, sondern wo wir trotzdem ganz gut zusammenarbeiten können und zwar in einer Qualität, wo man sagen kann, ja, das ähnelt genau dem Office. Und darüber möchte ich heute mit Ihnen sprechen. Vielleicht ganz kurz zur Geschichte. Wir sind seit 2005 am Markt. Wir sind ein Bildungsunternehmen im Bereich der beruflichen Weiterbildung. Das bedeutet, wir bilden Arbeitssuchende aus, haben inzwischen deutschlandweit roundabout 300 Niederlassungen. Und wir haben 2010 festgestellt, Mensch, es muss doch eine bessere Lösung geben, anstatt Menschen in den Raum zu pferchen, sie zu unterrichten und irgendwie das Ganze digitaler gestalten. Das muss doch die Lösung sein. Und deswegen haben wir uns überlegt, okay, lass uns doch eine eigene Videokonferenzplattform gründen, sodass wir live online unterrichten können. Wir waren damals mit den Lösungen, die am Markt geboten wurden, nicht zufrieden, haben gesagt, gut, dann müssen wir es halt eben selbst machen. Und das Ganze hat sich sehr gut entwickelt. 2016 kam letztendlich die SAP auf uns zu und hat gesagt, Leute, bringt das Produkt auf den Markt, das ist bestimmt für viele interessant, das haben wir gemacht. Und ich möchte Ihnen jetzt quasi heute zeigen, was passiert, wenn man Software mit einem traditionellen Unternehmen kombiniert. Gehen wir einen Schritt weiter. Wir haben uns irgendwann die Frage gestellt und gesagt, okay, was wäre, wenn wir aus einem Homeoffice ein World Office gestalten könnten? Was meine ich damit? Homeoffice hat viele Mythen, Vereinsamung. Homeoffice hat den Mythos, dass man vielleicht gar nicht so produktiv mehr zusammenarbeitet, weil vielleicht doch häufiger mal die Wäsche piepst, die man aus der Waschmaschine holen muss oder weil man andere interessante Dinge zu Hause findet. Und wir wollten quasi sicherstellen und überlegen, wie schaffen wir es, dass aus Homeoffice nicht dieser so ein Homeoffice-Monster-Charakter wird, sondern dass man wirklich sagt, okay, wie können wir als Unternehmen hybrid und im Homeoffice sehr erfolgreich zusammenarbeiten, sodass alle 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch wirklich eine zufriedene Betriebsstätte haben, die zufrieden sind mit ihrer Arbeit. Und der erste Schritt war, dass wir gesagt haben, diese Überlegung, dass wir zum Beispiel in einer klassischen Videokonferenz Links hin und her schicken, uns gegenseitig einladen zu einem Gespräch, das ist überhaupt nicht natürlich. Wenn Sie im Büro sind, schicken Sie keine Einladung an Ihren Kollegen oder an die Kollegin, um mal kurz einen Schnack zu halten. Das ist totaler Quatsch. Sie gehen einfach in den Raum rein und sagen, hey, hier bin ich. Und genau das wollten wir auch abbilden, haben gesagt, okay, lasst uns einfach schaffen, ein Unternehmen komplett zu digitalisieren. Also das bedeutet, dass wir einen digitalen Zwilling eines Unternehmens erschaffen, um in diesem digitalen Zwilling agieren zu können. Und das hat eben den Effekt, dass ich erst gar nicht in mein Homeoffice-Verhalten zurückfalle, sondern letztendlich mit meinen Kolleginnen, mit meinen Kollegen live und online auch zu jeder Zeit sprechen kann. Das hat auch Konsequenzen. Die Konsequenz ist, dass wir zum Beispiel sagen, die Kamera sollte möglichst anbleiben. Sagen viele, warum denn? Weil wir machen doch auch nicht im Büro die Kamera aus. Wir gehen doch nicht im Büro hin, machen die Augen zu und reden plötzlich miteinander. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und deswegen haben wir gesagt, okay, lass uns das genauso auch live und online abbilden, sodass wir ganz gezielt und gut miteinander kommunizieren können. Der zweite Schritt ist, dass wir verstehen müssen, dass es sowas wie Ländergrenzen nicht mehr gibt. Es muss die Aufgabe einer Software sein, diese Ländergrenzen überschreiten zu können. Sei es zum Beispiel, was wir jetzt nach und nach eingefügt haben, eine barrierefreie Kommunikation, sodass ich zum Beispiel auch in verschiedenen Sprachen ganz entspannt mit einem Digital Interpreter arbeiten kann oder dass ich eben auch in der Lage bin, durch die verschiedenen Ländergrenzen hinweg, auch durch verschiedene Zeitzonen etc. zu kommunizieren. Natürlich war klar, dass wir dann noch einen Schritt weiter gehen müssen. Und wir mussten uns überlegen, was sind denn eigentlich gute Funktionen, die man braucht. Und tatsächlich gilt hier nicht das Credo, je mehr, desto besser. Denn
Häufiger ist es so, dass eine Funktion zwar gewünscht wird, ne? Umfrage werden immer gewünscht im Videokonferenzsystem, Whiteboard werden immer gewünscht. Die Frage ist, wer nutzt es denn wirklich? Also wer setzt sich denn hin und nutzt das Whiteboard? Und wir haben uns eben überlegt, okay, was könnten sinnvolle Funktionen sein, um eben ganz gezielt und fokussiert miteinander zusammenzuarbeiten. Und ein Learning war daher, weniger Funktionen, aber dafür die Qualität der Kommunikation erhöhen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Was haben wir also gemacht, nachdem die Software-Seite stand? Wir waren mit der Software zufrieden. Wir haben gesagt, okay, Features passen. Wir haben gesagt, Qualität passt. Wir können es plattformübergreifend anbieten, alles gut. Jetzt müssen wir das aber irgendwie in den Alltag unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter integrieren. Und haben gesagt, okay, wenn wir wirklich remote arbeiten wollen, dann müssen wir jetzt ganz konkrete Schritte angehen. Und das waren im folgenden Fall 3 Stück. Als allererstes haben wir gesagt, alle Standorte werden papierlos. Und da kann man sich lange überlegen, wie man das macht, welches Konzept man verfolgt, etc. Wir haben das ein bisschen anders gemacht. Wir haben einfach alle Drucker und alle Kopierer abgeschafft von heute auf morgen und haben erst eine Revolution erwartet, aber die ist nicht eingetreten, sondern die Menschen haben es akzeptiert. Es kann einfach nicht sein, dass ich im Jahr 2024 noch E-Mails ausdrucke. Das darf einfach nicht mehr passieren. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir gucken mal, was passiert. Und es hat fantastisch gut funktioniert. Ein weiteres Learning war, dass wir gesagt haben, lass uns ganz gezielt Mietflächen reduzieren. Dass wir wirklich gezielt überlegen, welche Mietflächen können wir abbauen, sodass Menschen im Homeoffice arbeiten können, aber nicht einfach unüberlegt im Homeoffice arbeiten, sondern dass wir zum Beispiel sagen, okay, wir haben vielleicht noch solche Büros, die als Hub funktionieren. Das bedeutet, dass ich zum Beispiel gezielt mich mit Kolleginnen und Kollegen an einem gewissen Tag zu einem Thema austauschen kann. Auch das wird definitiv hier weiter die Zukunft sein. Und deswegen haben wir es geschafft, die Mietflächen um 90% zu reduzieren, was in unserem Fall mehrere Millionen pro Jahr beträgt. Also das sind massive Kostenreduktionen, die hier möglich sind. Der letzte Schritt war dann, dass wir gesagt haben, okay, was ist jetzt der Bonus für alle? Was ist das Goodie? Dann haben wir gesagt, komplette Flexibilisierung der Arbeit. Das heißt, wenn ich heute sage zu der Personalabteilung, ach, ich hätte jetzt mal so Bock, 3 Monate Barcelona auszuprobieren. Ja, mach doch. Geh doch. Also das heißt, die Arbeitsstrukturen intern so zu schaffen, dass wir letztendlich auch wirklich ernsthaft remote arbeiten können, ohne dass wir auf Büroflächen angewiesen sind. Und das hat natürlich Konsequenzen, bedeutet aber vor allem, dass eine neue Art von Denken notwendig ist. Ein Punkt, der hier zum Beispiel definitiv definiert werden muss, ist das Thema Vertrauen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass in sehr vielen tradierten Unternehmen der Chef gerne mal vorbeischaut und der Chef gerne mal guckt, ist doch alles in Ordnung? Ja, und das fällt an der Stelle weg. Das heißt, wir brauchen eine neue Art von Führung. Wir müssen uns überlegen, wie sieht Digital Leadership in dem Kontext wirklich aus? Also wie möchte ich vertrauensvoll führen? Ein weiterer Punkt, über den ich an der Stelle mit Ihnen sprechen möchte, ist, das Ganze funktioniert nur, wenn wir den Datenschutz neu definieren. Was meine ich damit? Der Datenschutz wird immer noch zu sehr als Umsetzung der DSGVO gesehen. Und das ist nicht Datenschutz im weiteren Sinne. Wenn Sie überlegen, was letzte Woche hier 2 Kilometer weg im Verteidigungsministerium los war, weil eben Daten in gewisser Weise ausgespäht werden konnten, dann sieht man, das hat nichts rein mit einer Umsetzung einer Richtlinie zu tun. Es geht um viel tiefgreifende Dinge, wie zum Beispiel Geschäftsgeheimnisse, die relevant sind, die absolut wichtig sind, damit Ihr Unternehmen sich weiterentwickeln kann. Nehmen wir zum Beispiel Themen wie R&D, also Research and Development. Nehmen wir Themen wie zum Beispiel, an was arbeitet ein strategisches Team gerade? Am nächsten Projekt, am nächsten Produkt? Und das sind genau diese Dinge, wenn wir über Datenschutz sprechen, sprechen wir nicht über das pure Einhalten einer DSGVO-Richtlinie oder einer ISO-Zertifizierung, sondern wirklich mit der Überlegung, welche Daten sind relevant, wie gehen wir mit ihnen um, welche geben wir preis, welche möchten wir bewusst nicht preisgeben. Und ich möchte Ihnen damals so ein Beispiel geben, wie tiefgreifend das sein kann. Sie haben die Möglichkeit herauszufinden, jegliche App, muss keine Kommunikations-App sein, welche Daten jegliche App auf ihrem Handy, bevorzugt jetzt in dem Fall Android-Geräte, weil es damit einfacher zu analysieren geht, welche Daten diese Apps abgreifen. Und wenn wir uns jetzt mal überlegen, was muss denn eine Kommunikations-App können auf ihrem Handy?
Du musst auf die Kamera zugreifen können. Du musst aufs Mikrofon zugreifen können. Du musst vielleicht noch auf den Status zugreifen können von, haben wir eine Internetverbindung, ist die stabil, ja, nein. Und mehr ist dazu gar nicht notwendig. Und wir haben das einfach mal ein bisschen so verglichen mit verschiedenen US-amerikanischen Anbietern. Wir haben jetzt den Namen geschwärzt. Geht jetzt nicht darum, jemanden zu bashen. Aber wenn ich mir halt überlege, was eine Kommunikations-App heute auf ihrem Handy alles abruft, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich unbewusst, aber letztendlich bewusst Datenlücken oder eine ausspähfähige Daten generiere. Mache ich ein kleines Beispiel. Es gibt durchaus Apps, die mögen ihren Kalenderzugriff. Und das ist ja auch total toll und bequem. Warum? Ich kann der App sagen, hier, mach mir den Kalendereintrag, da habe ich einen Termin mit der Person, alles flauschig. Die Frage ist, welche Kalenderdaten werden denn abgerufen? Welcher Zeitraum? Hört das Abrufen der Kalenderdaten irgendwo auf? Oder geht es darum, dass ich zum Beispiel auch konkrete Inhalte aus Kalenderdaten mit übertrage? Tue ich an der Stelle. Und das ist etwas, da müssen wir uns Gedanken drüber machen, ob wir das wirklich wollen. Stellen Sie sich vor, Sie sind in der Geschäftsführung und planen die Übernahme eines Unternehmens. Da ist es durchaus relevant zu wissen, mit wem haben Sie diese Meetings? Wie häufig haben Sie diese Meetings? Sind da auch Banken involviert? Sind da Investoren involviert? Das sind genau diese Dinge. Je mehr Informationen ich letztendlich habe, desto mehr können auch an der Stelle veröffentlicht werden. Und das ist das, was wir unter Datenschutz verstehen. Es geht nicht um das Einhalten einer simplen Datenschutzgrundverordnung. Es geht wirklich um das Verständnis, was Daten über Sie, über Ihr Unternehmen, über Ihr Vorhaben und letztendlich Ihre Zukunft alles aussagen können. Jetzt ist es so, wenn wir über Remote Work nachdenken, wenn wir auch über das Thema Datenschutz nachdenken, beziehungsweise auch über die Veränderung der Arbeitswelt, dann ist es häufig wie eine Nebelwand. War auch für uns das allerselbe Spiel. Wir wussten nicht, arbeitet man so überhaupt in Zukunft? Setzen wir aufs richtige Pferd? Was ist, wenn die Märkte der Zukunft sich anders entwickeln? Was ist mit Fachkräften? Und an der Stelle haben wir als Unternehmen und Sie genauso eine Entscheidungsmöglichkeit. Und die bedeutet, Sie können warten, vor der Nebelwand stehen und warten, bis sich die Nebelwand lichtet. Legitim, völlig in Ordnung, aber in der Regel wird es dann so sein, dass ein paar andere an Ihnen vorbeigezogen sind. Sie können auch was anderes machen. Sie können, wie Sie es von der Nebelwand kennen, Sie können einen Meter vorlaufen und sagen, okay, nichts passiert, ich bin noch am Leben, ich gehe noch ein bisschen vor, ich mache es jetzt hier nicht, weil sonst lande ich da unten. Aber was ich damit sagen möchte ist, Sie können Schritt für Schritt die Dinge letztendlich einleiten. Nicht warten, bis der große Player, der große Marktbegleiter, auf den alle aufschauen, es getan hat, sondern selbst überlegen, was sind die ersten Schritte, die Sie selbst umsetzen können, um dieser neuen Arbeitswelt und diesem neuen Arbeiten gerecht zu werden. Denn sind wir mal ehrlich, Fachkräfte ist ein Thema. Aber ich stelle mir häufig die Frage, wenn für viele Unternehmen Fachkräftemangel ein Thema ist, sollten sich diese Unternehmen auch mal fragen, würde ich an meiner Stelle dort überhaupt arbeiten wollen? Und das ist letztendlich, um was es geht bei Remote Work. Das Leben und die Arbeit so zu integrieren, dass die Menschen wirklich zufrieden sind und nicht, dass sie im Homeoffice versauern. Gehen wir einen Schritt weiter. Was waren die Learnings? Was würden wir Ihnen gerne mitgeben? Remote Transformation oder generell Transformation des Arbeitsplatzes ist nichts, was man delegiert. Das können Sie nicht an den Transformation Manager delegieren und sagen, mach mal. Nee, das ist etwas, das muss C-Level-Aufgabe sein. Es hat mit der Kultur des Unternehmens zu tun. Ich habe vorhin gesagt, es hat was mit Vertrauen zu tun. Das sind die Dinge, die hier eine wichtige Rolle spielen. Das kann ich nicht delegieren. Zweitens, wir sind der Meinung, dass sich Technik anpassen muss, und zwar den Menschen anpassen muss und nicht umgekehrt. Warum? Es ist für uns nicht normal, in einem Homeoffice zu sitzen und mit niemandem reden zu können. Also war für uns klar, wir müssen die Technik so gestalten, dass ich in einem Homeoffice bin und trotzdem alle Kolleginnen und Kollegen sehen kann, mit ihnen sprechen kann, mit ihnen interagieren kann. Also nicht, dass sich wir uns einer Software anpassen, sondern dass sich die Software letztendlich unserem Arbeitsverhalten anpasst. Dritter Punkt, habe ich eben Beispiel genannt, Datenschutz und Sicherheit ist elementar. Menschen wollen sich wohlfühlen. Es kommt immer mehr das Datenschutzthema. Ich muss darauf als Unternehmen eine gute Antwort haben,
wie gehen wir konkret mit dem Datenschutz um, was tun wir? Ein Stichwort, was ich hier zum Beispiel sehr wichtig finde, ist das Stichwort Datensparsamkeit. Brauchen wir überhaupt alle die Daten, die wir abrufen? Oder ist es halt auf einer Feature-Liste, weil wir halt denken, das klingt gut, weil irgendjemand hat diese Feature-Liste mal erstellt. Aber es wäre sinnvoll, vielleicht diese Feature-Liste an der Stelle zu hinterfragen. Und der letzte Punkt ist, und der ist uns sehr wichtig, Barrierefreiheit schaffen. Auch in einer digitalen Welt, in der wir uns heute bewegen, gibt es vielleicht immer noch Menschen, die sagen, an der Stelle bräuchte ich vielleicht noch mal eine Hilfe, weil ich bin noch nicht so weit. Ich muss vielleicht noch mal einen kleinen Kurs haben oder ich muss noch mal kurz eine Einführung haben in eine Software oder wie auch immer. Und wir sehen es als Unternehmensaufgabe, alle Menschen mitzunehmen. Es kann nicht sein, dass wir als Unternehmen sagen, hier ist die Art und Weise, wie wir arbeiten, friss oder stirb. Das funktioniert nicht. Die Idee ist viel eher, wie können wir Menschen mitnehmen, sie begeistern, sie motivieren, um entsprechend so auf diese neue Art und Weise arbeiten zu wollen. Und das funktioniert vor allem über gutes Change Management und, was wir finden, über den wichtigsten Punkt, eine richtig gute, ausgeklügelte Kommunikation, wo wir ganz offen miteinander reden können, ganz offen die Probleme adressieren können, um letztendlich auch hier eine Lösung für alle zu finden. An der Stelle vielen Dank für Ihre Zeit. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schicken. Ansonsten sind wir auch, wenn Sie geradeaus 20 Meter laufen, ist unser Stand von AlphaView. Dankeschön.